Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Jeanette und ich freue mich ganz riesig, dass ihr mich wieder eingeschaltet habt. Ich bin auf Usedom und besuche das DDR-Museum in Dagen und ihr seid ganz herzlich mit dazu eingeladen. Ich führe euch mal durch das Museum, aber ich würde sagen, damit es nicht zu viel wird, wir konzentrieren uns nur auf die Fahrzeuge und dazu wünsche ich natürlich euch sehr viel Spaß. Und los geht es mit dem Universal-Raupenpacker Nobas UB 1212. Und dieser Packer wurde von 1968 bis 1980 im VEB Schwermaschinenbau Nobas in Nordhausen gebaut. Ausgestattet war dieser Bagger mit dem Schönebecker Universalmotor. Das müsste wohl ein Bagger, ein luftgekühlter sogar sein. Und zwar vom Typ 6VD 14,5 12-1 SRL. Mal sehen, ob wir noch einen Blick in den Innenraum werfen können. Ja, von hinten, das spiegelt nicht ganz so sehr. Und ein mächtiger Greifer allerdings war nicht zu erfahren gewesen, wie viel Kubik Erdmassen dieser Greifer bewegen kann. So hat es wohl früher in dieser Region ausgesehen. Ein Wartburg und ein Motorboot in der Garage und das Motorboot natürlich mit Wartburgmotor. Ein Icarus 211 mit W50 Motor. Und die meisten können sich vielleicht noch erinnern, damit haben wir früher unsere Reifen befüllt. Ein Multicar M22, hergestellt von 1964 bis 1974, und der M21 wurde von 1956 bis 1964 produziert. Diese Autos kennen die meisten, Wolga M24 und M22. Eine Stallarbeitsmaschine vom Typ HT140, hergestellt von 1984 bis 1990 im IFA-Kombinat Fortschritt, Werk Weimar. Und dieser Lader war mit dem Multicar-Motor ausgestattet und hatte 37 PS. Auf jeden Fall sehr interessant, denn diesen Lader habe ich so noch nirgends gesehen. Man hier mal schaut, wie authentisch man alles geschaffen hat, also mit viel Zeit, Hingabe und natürlich auch Geld. Ein alter Bekannter, kann man sagen, hat man früher auf jeder Baustelle gesehen, sieht man aber auch heute noch im Einsatz, der IFA Fortschritt T174-1 aus dem Werk Weimar, wurde hergestellt von 1965 bis sage und schreibe 1992, obwohl es ja schon modernere Bagger gab. Aber dieser Bagger war eben auch besonders universell gewesen. Es gab viele Anbauteile und das hat natürlich diesen Bagger sehr interessant gemacht. Der Motor leistete 34 PS und das Schwenkwerk konnte natürlich fortlaufend 360 Grad drehen. Und hier haben wir gleich den Vorgänger, den IFA Fortschritt T172, ebenfalls in Weimar produziert. Der Bauzeitraum lag von 1961 bis 1967, aber der Motor des Baggers kam nicht aus Schönebeck wie beim T174, sondern aus dem Motorenwerk Kuhnewalde, also Robur Zittau. Und dieser Motor hatte nur 17 PS und zwei Zylinder. Und so spartanisch sah es innen aus. Der Mähdrescher Fortschritt E512, die meisten kennen vielleicht dieses Gerät noch von der 5-Mark-Banknote in der DDR. Da war nämlich dieser Mähdrescher auf der Rückseite. Ausgestattet war dieser Mähdrescher mit dem Vierzylinder-Dieselmotor 4VD 14,5 12-1 SRW, den wir ja aus dem W50 kennen, mit 105 PS und 6560 Kubik Hubraum. Das Schneidwerk gab es mit Breiten von 3,60 m bis 5,70 m. Und interessanterweise, ab 1969 konnte man diesen Mähdrescher mit Kabine liefern. Dieser schwere Gabelstapler ist natürlich schon eine Rarität und nicht mehr allzu häufig zu sehen. Aber ich kann mich eigentlich noch an Kindheitstagen erinnern. Da sah man diese Gabelstapler in größeren Betrieben, im Schiffsbau oder in Containerhäfen. Das ist ein LZA 4045. Allerdings gibt es hier überhaupt gar keine
Karte mit technischen Daten. Man kann auch kein Typschild mehr erkennen, so dass ich euch absolut nicht sagen kann, mit welchem Motor dieser Gabelstapler ausgestattet war oder welche technischen Daten dieser Gabelstapler hat. Jetzt bin ich ja richtig begeistert. Das ist ein Jelsch Star 25 und dieser mittelschwere LKW, in dem Fall in Feuerwehrausführung, wurde von 1960 bis 1971 in Polen hergestellt. Ausgestattet war dieser LKW mit dem Reihenbenzinmotor vom Typ S473 und dieser Motor hatte eine Leistung von 95 PS. Später wurde dann die Leistung erhöht und dieser Motor hatte dann die Bezeichnung S474 und leistete 105 PS. Ich muss schon sagen, ich komme heute aus dem Staunen überhaupt nicht mehr heraus, was man hier für Exponate zusammengetragen hat. Also wenn man sonst auf Treffen ist, dann sieht man sehr viele Fahrzeuge, vor allem auch sehr schöne Fahrzeuge. Aber so etwas Spezielles mal zu sehen, ein als Winterdienstfahrzeug ausgestatteter W50, also das bekommt man überhaupt gar nicht mehr zu Gesicht. Und hier steht so ein LKW, also finde ich ganz große Klasse, dass dieses Fahrzeug für die Nachwelt erhalten geblieben ist. Ja, als Behälter dient ein Fortschritt D035B für diejenigen, die sich für Details interessieren, und schauen wir mal das Fahrzeug von hinten näher an, wie das Ganze funktioniert. Und da hat man natürlich in der Mitte das Förderband und damit wird das Salz sozusagen in diesen Trichter transportiert. Das gelangt dann auf diese Schleuderteller und das Salz wird insgesamt 30 Meter weit geschleudert. Also das ist da schon mal ganz ordentlich. Hier sehen wir mit einem der ersten Radtraktoren vom Typ K700. Hergestellt wurde dieser Traktor damals von 1962 bis 1975 im Kirov-Werk Leningrad. Ausgestattet ist dieser Traktor mit dem 8-Zylinder Viertakt Diesel Direkteinspritzer vom Typ 238 NB mit Abgas-Turboaufladung. Der Hubraum beträgt 14.866 Kubikzentimeter und die Leistung 215 PS. Wenn auch erst auf dem zweiten Blick etwas ganz Seltenes, der Radschlepper ZT304 basiert natürlich auf dem ZT300, aber dieser Traktor war nicht für die Landwirtschaft gedacht gewesen, sondern für Betriebe, die diesen Traktor als Schlepper verwenden wollten. Und deswegen hat man natürlich wichtige Anbaugruppen für die Bodenbearbeitung, Feldbearbeitung, also für die Landwirtschaft weggelassen, zum Beispiel die Zapfwelle oder die Unterlaststufe. Und deswegen hat dieser Traktor die Sonderbezeichnung ZT304. Ja, schauen wir uns hier mal um, was man hier zusammengetragen hat. Also alles wunderschön. Und vor allem auch seltene Fahrzeuge wieder zu sehen, zum Beispiel wie dieser B70 in der Kombiversion, sieht man eigentlich kaum noch. Hier haben wir einen wunderschön restaurierten Icarus 30. Dieses Modell wurde von 1952 bis 1955 hergestellt. Zu den technischen Daten: der Motor stammt von Tschebel. Das ist das Modell 413, also ein Reihenwirbelkammer-Dieselmotor mit 4 Zylindern und einer Leistung von 85 PS. Damit war der Bus 75 km/h schnell. Mal sehen, ob ein Blick in den Innenraum gelingt, ohne dass die Scheiben spiegeln. Das dürfte klappen. Und noch einmal die Heckansicht. Also man hat hier nicht sehr viel Platz, um zu filmen. Ein etwas trauriges Ende kann man noch erkennen, was das mal war. Ja, oben an den Scheiben. Das ist ein Icarus 60. Gebaut wurden diese Busse von 1952 bis 1959. Und ausgestattet war dieser Bus mit dem Tschebel D613. Hier hat man einige Traktoren zu stehen, den UDB aus Rumänien oder den Dutra D4K aus Ungarn, Multicar mit Drehleiter, auch wunderschön, und den grün-weißen, das ist ein Zetor 50.
Der ZO50 wurde im Schlepperwerk Brünn hergestellt, zur Bauzeit 1961, hatte einen Vierzylinder-Reihendieselmotor mit 50 PS Leistung. Hier haben wir das Trio RS01, RS02 und RS03. Der RS01, welcher natürlich auch als Pionier bekannt ist. Dann haben wir den RS02, die sogenannte Brockenhexe. Und der dritte im Bunde, der RS03, der sogenannte Aktivist. Den Belarus MD50, den kennt man als Traktor, aber hier hat man eine Version mit Baggerteil und Schiebeschild. Und diese Traktoren wurden hergestellt von 1961 bis 1985 zu den technischen Daten. Vierzylinder Dieselmotor, Hubraum knapp 5000 Kubik und 55 PS Leistung hatte dieser Spezialtraktor. Damit man auch mal die Motoren sieht, über die man sonst nur spricht, dieser Motor stammt aus einem H3A, hat 6000 Kubik Hubraum und eine Leistung von 80 PS. Der Schönebecker Universalmotor kam eigentlich fast überall zum Einsatz, nicht nur in Fahrzeugen wie LKWs, Busse, Fleischer hat den ja auch verbaut, sondern auch in Stromaggregate, Wasserpumpen, Kräne, Loks, Schiffe und so weiter. Dieser Motor war ein Sechszylinder-Reihendiesel gewesen, in dem Fall mit 6550 Kubik Hubraum und einer Leistung von 150 PS. Zum Teil wurde dieser Motor auch als Ersatz in den Icarus 55 oder 66 eingebaut. Und hier sehen wir den Motor eines IVW 50 hergestellt im IVW-Werk Nordhausen. Und dieser hatte einen Hubraum von 6560 Kubikzentimetern und eine Leistung von 125 PS. Werfen wir auch hier mal einen Blick rein. Also man kann sich einen ganzen Tag Zeit nehmen und kann alles anschauen. Es wird nie langweilig. Der Bolonetz, den sieht man wirklich sehr selten, denn dieser wurde nicht von der DDR importiert. Dieses Fahrzeug wurde von 1971 bis 1983 in Polen gefertigt. Das ist ein Sirena 105L und dieser war ausgestattet mit einem, man sollte es gar nicht glauben, Dreizylinder-Zweitaktmotor, welcher einen Hubraum hatte von 842 Kubikzentimetern und einer Leistung von 39 PS. 120 km/h schnell war dieses Fahrzeug und der Kraftstoffverbrauch lag etwa zwischen 8 und 10 Litern je 100 Kilometer. Und wieder haben wir eine ganz besondere Rarität. Das ist ein Doppelstockbus vom Typ DO56, welcher von 1956 bis 1959 im VEB Lowa Waggonbau Bautzen hergestellt wurde. Motorisiert war dieser Bus mit einem Sechszylinder-Reihen-Wirbelkammer-Dieselmotor, einem Hubraum von 9036 Kubikzentimetern und einer Leistung von 120 PS. Die Kenner wissen, dieser Motor stammt aus dem H6 bzw. H6B. Damit war der Bus 54 km/h schnell gewesen. Kommen wir mal zu den Sitz- und Stehplätzen. Der Bus hatte oben 28 Sitzplätze. Unten waren es 24 Sitzplätze und insgesamt 18 Stehplätze hatte dieser Bus. Auch ganz interessant ist, dass von diesem Bus nur 105 Fahrzeuge produziert wurden und leider leben nur noch 3 fahrfertige Exemplare. Wir sind nun in der letzten Halle angekommen und ich sage an dieser Stelle, wenn es euch gefallen hat, dann bitte den Daumen nach oben. Abonniert gerne meinen Kanal, es kostet euch ja nichts. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.